Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich eine größere Reise hinter mir. Ich war in Lissabon, habe mir mal dort die Auswirkungen des Mietendeckels angeschaut. Und ja, schon krass. Dafür gibt es auch eine Präsentation mit den ganzen geschichtlichen und thematischen Hintergründen. Den Link dazu, zu dieser Präsentation, packe ich dir unter dieses Video. Und zwar wurde in Lissabon lange Zeit zurück ein Mietendeckel eingeführt, Mietverträge durften vererbt werden, also ganz viele, viele, viele Sachen, die komisch waren. Ich war in Lissabon, meine Stimme war allerdings kaputt, weil ich bin mit dem Bus angereist von Lagos nach Norden, nach Lissabon, und dann konnte ich nicht sprechen, meine Stimme war komplett ciao. Deshalb habe ich nur die Gebäude gefilmt, habe nichts dazu reingesprochen. Darüber hinaus habe ich, nachdem ich in Lissabon war, mit dem Geschäftsführer der HD-Gruppe, mit dem Herbert Zial, ein Interview aufgenommen in Berlin. Und da werden jetzt immer wieder ein paar Zwischenszenen eingeblendet zu den Gebäuden in Lissabon, wie der Zustand doch dort ist, wie erschreckend, obwohl die Lagen so top sind. Teilweise sind da echt riesen Gebäude, wirklich top große Gebäude in einem Schrottzustand. Die sind nicht mehr bewohnbar aufgrund der Möglichkeit, dass die Leute einfach nicht sanieren konnten, weil die Mieten zu niedrig waren, die Leute einfach kein Geld hatten zum Sanieren. Teilweise mussten die dann sogar ausziehen. Die Leute mussten ausziehen tatsächlich, weil der Zustand der Gebäude immer schlechter wurde. Die ersten 10 Jahre war es natürlich für die Mieter recht angenehm, weil, hey, Miete wird ja nie erhöht. Aber 10 Jahre später oder noch mehr sind die Gebäude teilweise nicht mehr bewohnbar gewesen und die stehen jetzt heute immer noch leer. Mittlerweile gehören die teilweise Erbengemeinschaften, die sind auf der ganzen Welt verteilt. Niemand kümmert sich um die Projekte und in Lissabon gibt es immer wieder vereinzelt solche Dinger mitten in der Kernstadt und trotzdem gibt es Wohnungsmangel, weil sich niemand um diese Häuser kümmert. Daraus folgt jetzt ein neues Gesetz, dass die Grundsteuer sich jedes Jahr verdoppelt. Sofern ein Haus als renovierungsbedürftig deklariert wurde, verdoppelt sich die Grundsteuer jedes Jahr und somit werden die Leute, die nicht sanieren, irgendwann dazu in die Knie gezwungen, weil sie können nicht mehr, dann müssen sie verkaufen. Dann verkaufen sie an einen Investor, der das Ding saniert und dann wieder instand setzt und vermietet. Das ist jetzt die Zwangsmaßnahme, um da rauszukommen aus der Situation. Auf jeden Fall ist es krass, was da passiert ist. In Berlin hat man nichts daraus gelernt. Ich habe immer die Meinung gehabt, Europa ist so da, um sich zu helfen gegenseitig und voneinander auch zu lernen. Allerdings, was hier in Lissabon passiert ist und was jetzt in Berlin angewendet wird, da frage ich mich als relativ Jungen, wie kann das sein, dass so ein drastischer Fehler, der in Lissabon gemacht wurde, jetzt wieder gemacht wird und die Mieten gedeckelt werden, die Investorenanreize verschwinden quasi. Wohnungen kommen dadurch auch nicht mehr. Die Nachfrage ist ja immer noch genauso hoch. Deswegen spreche ich jetzt mit Herrn Zial die Punkte ab und bin echt mal gespannt, was er zu sagen hat. Ja. So, hallo Freunde, heute sitze ich hier mit dem Herbert Zial und ja, ich war ja vor kurzem in Lissabon und habe auch mit einer Mitarbeiterin von ihm eine Tour bekommen. Da haben wir einige Objekte gesehen, die mitten im Zentrum waren, im Stadtzentrum, riesengroß, Top-Lage und leerstehend. Und die Ursache deswegen ist wohl das Mieten, wegen dem Mietendeckel, das gleiche, was hier jetzt auch in Berlin kommen soll oder wie, je nachdem, wie halt... Werden wir sehen noch, ja. Werden wir noch sehen, ja. Und ja, jetzt frage ich dich mal, ich denke mir so als junger Deutscher so, hier Europa kam so irgendwie oder wurde ins Leben gerufen, der EU, um mal vielleicht auch ein bisschen voneinander zu lernen, zu sehen, was läuft denn im Ausland gut, was läuft schlecht, dass man sich so ein bisschen unterstützen kann. Und in Lissabon gab es da so eine fatale Fehlentscheidung in den 60er Jahren etwa, war es 60er Jahre? Das war eigentlich Anfang der 50er Jahre. Anfang der 50er Jahre. Ja. Und jetzt in Deutschland machen wir genau das Gleiche, was damals eben fatal war. Ja. Warum ist das so? Warum arbeiten wir dann überhaupt zusammen so? Das ist eine gute Frage. Ne? Wahrscheinlich wollen wir jetzt mal in Deutschland sehen, wie es in Portugal gelaufen ist, wo dann irgendwann die Gebäude, die zum Sanieren anstanden und dadurch hat man ja auch die Investitionen quasi gedeckelt durch die Mieterhöhungen, um, sag ich mal, modernen Wohnraum zu schaffen. Mhm. Und dadurch werden wir natürlich aus meiner Sicht weniger Modernisierungen erfahren in Berlin. Und ja. Investitionen werden abnehmen. Okay.
In Lissabon hat es ja sogar so weit geführt, dass die ausländischen Investoren komplett abgesprungen sind, oder? Ja. Ja, die Investoren sind damals abgesprungen. Es gab dann mal einen kleinen Boom zwischenzeitlich, als Portugal in die EU aufgenommen worden ist. Das war aus meiner Sicht, glaube ich, 1986. Mhm. Da gab es einfach einen Investitionsstau in dem Land selber auch. Dann wurde ja, also kurz davor kam ja auch die demokratische Regierung dann in Portugal unter und die Salazar-Regierung wurde ja aufgehoben dann, hat dann die Regierung verlassen. Aber die Innenstadt hat eben gebraucht bis jetzt vor 2-3 Jahren, bis man sich an die Altgebäude herangetraut haben, eben durch eine Regulierung der Europäischen Gemeinschaft durch die Finanzkrise, die 2006 in Portugal herrschte. Okay. Und wie kriegt man die Situation jetzt wieder in den Griff? Was passiert, um das Ganze wieder besser zu machen? Weil die Häuser, die sind ja immer noch schlecht vom Zustand her. Vielleicht haben die Eigentümer ja gar kein Geld, um das Objekt jetzt zu sanieren. Das ist kurz vorm Einfallen. Richtig. Also die Gebäude werden zunehmen. Man sieht es jetzt nicht so wie in Berlin. Der Bau in Berlin ist relativ rasch eingetreten. Mhm. Man hat relativ auch sehr schnell gesehen, dass da was passiert. Das Berlin war ja auch jahrelang Stillstand gewesen im Bereich der Investitionen auch. Und in Portugal, wo jetzt der Bedarf da ist, dauert es eigentlich von der Umsetzung her länger. Das heißt, die Altbauten werden verkauft, aber die Umsetzung dauert länger als bei uns. Mhm. Weil auch die Finanzierungsmöglichkeiten in Portugal eingeschränkt sind. Okay, jetzt habe ich noch was mitbekommen von einem Einheimischen dort. Und zwar hat er mir erzählt, dass das Bauamt rumgeht in der Stadt und sagt, dieses Objekt und dieses Objekt ist sanierungsbedürftig. Und dann bekommt der Eigentümer eine Auflage, das Objekt zu sanieren. Wenn er es nicht macht, dann verdoppelt sich die Grundsteuer von Jahr zu Jahr. Richtig, ja. Und so setzt man ja die Leute unter Druck und bringt sie vielleicht im Zweifelsfall sogar zu einer Zwangsvollstreckung, wenn Gut. sie kein Geld haben. Ja, ja, wenn die, ich sage mal so, das ist ja dann ein Eignungsprozess quasi. Also, man kann ja als Eigentümer nur, sag ich mal, eine Immobilie loswerden, sag ich mal, entweder durch den Verkauf oder durch die Bank. Die Bank, die nicht mehr bedient werden kann, treibt das Objekt in Zwangsversteigerung. Oder es gibt eine Ordnungswidrigkeit vom Amt her, weil man sagt, also das Projekt ist zum Beispiel vom Einfall betroffen oder vom Zwangsfall betroffen. Wir müssen einschreiten. Wir geben dem Eigentümer, sag ich mal, Zeit quasi, also ein halbes Jahr, um diesen Zustand herzustellen. Wenn nicht, dann greifen wir ein und nehmen das Projekt praktisch an uns. Mhm. Das ist ein Enteignungsprozess. Okay. Ja? Okay. So ein bisschen unter der Hand Enteignungsprozess. Genau. So quasi, wie man es jetzt in Berlin plant, das ist ja auch quasi eine gewisse Form von Enteignung, wenn ich heute das Eigentum einschränke. Also wer Eigentum hat, muss er frei sein, das Eigentum zu entwickeln, aus meiner Sicht. Deswegen sage ich mal, es ist fatal, wenn man Eigentümer beschränkt mit Regularien, was die Mietpreiserhöhungen angeht. Der Vermieter oder der Eigentümer kriegt ja auch nur den Marktwert der Miete. Es ist ja nicht so, dass der kaum was aufruft. Also der Markt reguliert sich ja auch von selbst irgendwo. Also ja, klar. München hat eben das höchste Mietniveau. Wenn ich eine Wohnung haben will, dann muss ich das bezahlen, aber ich zahle es nicht das Doppelte, weil ich die Wohnung nicht haben will. Also ja, das ist auch klar. Also Regulierung heißt eigentlich auch Marktfähigkeit. Ja. Ja? Und da habe ich auch noch mal ein tolles Beispiel. Stell dir mal vor, ein Vermieter hat ein Objekt, das er vermieten möchte zu einem Preis X und inseriert und hat 10 Anfragen. Ne? Ja. Und dann kommen 10 Leute, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Und dann nimmt er einen und der Mieter freut sich, dass er eine Wohnung gefunden hat. Jetzt macht er einen neuen Preis, weil er muss. Ja. Macht er Preis X minus Y, der ist viel niedriger. Dann kommen vielleicht 200 Leute zur Besichtigung. Die 10 von vorher sind auch dabei. Und du als Vermieter hast natürlich die Wahl, wem du es gibst. Und dann bekommt es eh wieder der eh die beste Bonität hat, der auch bereit gewesen wäre, den teureren Preis zu zahlen, oder nicht? Ich glaube, für den Vermieter ist es nicht nur der Preis, Stress. Sondern auch, dass er die Wohnung gut vermietet hat. Ja. Da ist, glaube ich, also wenn ich jetzt Vermieter oder wo ich Vermieter bin, ist für mich nicht entscheidend, dass er den Spitzenpreis bezahlt oder ich das Höchstangebot, sondern der mir gut gefällt, wo ich das Gefühl habe, wo ich weiß, er kann die Miete auch nachhaltig zahlen. Mhm. Ne? Und das würde bedeuten, jetzt nur als Beispiel für Berlin, wir regulieren einen Mietmarkt, also die Politiker regulieren den Mietmarkt quasi durch den Mietspiegel oder die Mietpreisbremse, wie es ja so schon in den Medien auch steht. Und wir vermieten heute als Beispiel die Wohnung für 14 Euro den Quadratmeter,
Der Mieter ist 5 Jahre drin, zahlt seine Miete und dann kommt der nächste Mieter, der zahlt den gleichen Preis und geht dann zum Amt oder vom Gericht und sagt, der Mietpreisspiegel entspricht nur 12 Euro und verlangt praktisch die Differenz zurück. Das ist das, was eintritt, ne? Oder eintreten würde. Mhm. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass der Eigentümer den Differenzbetrag zurückbezahlen muss. Das kann ihm auch noch blühen, ja. Das kann ihm blühen, ja. Das kommt also, jetzt, oder ist es ja, schon? Ja, das kommt. Also ich denke mal, wir haben ja das Thema, die Frau Lomscher ist ja da federführend im Senat, die treiben, und auch die treibende Kraft, die diese Mietpreisbremse als Gesetzentwurf eingebracht hat. Ja. Und also mit ihr natürlich ihr Team, die dahinter stecken. Und sie wollen es durchpeitschen, es ist rechtswidrig auf jeden Fall. Das wissen viele, aber bis sie Gerichte entscheiden, wird es Jahre dauern. Und und dann würde im Prinzip der Fall eintreten, dass jemand dann eben Mieten zurückbezahlen muss. Also auch wenn er schon davor, bevor dieser Gesetzentwurf durchging, zu hoch vermietet hat? Oder erst danach? Wenn es rückwirkend greifen sollte, das kommt immer darauf an, wie das Gericht diesen Gesetzentwurf dann, sag ich mal, auslegt. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Das ist wie mit Steuern. Wenn ein Steuerrecht kommt, als Beispiel, und es wird angekündigt und du gibst deine Steuererklärung oder du nimmst diese Steuer so hin, wie du sie vorher hingenommen hast, kann es dir passieren, dass sie rückwirkend auf dich angewendet wird, weil die sagen dann, das hast du gewusst von vornherein, hättest du anders, praktisch anders machen müssen. Dann wäre das unter Umständen zu vermeiden, ne? Aber es kann passieren. Ja, okay. Dann wird es ja vielleicht auch den einen oder anderen Kapitalanleger geben hier in Berlin, dem dann die Finanzierung um die Ohren fliegt, oder? Ja, die Banken, ich weiß es von uns, die Banken sind sehr streng jetzt auch, was diese ganzen Themen der Mietentwicklung angeht. Sie schauen sich das an und vergleichen natürlich ihre Finanzierung mit dem Kapitaldienst, der daraus resultieren würde, wenn dann eine Mietpreisbremse wirksam wäre praktisch. Dementsprechend werden die Finanzierungen dargestellt und dementsprechend muss der Eigentümer oder der Käufer, der die Wohnung kauft, sein Eigenkapital aufbringen, also erhöhtes Eigenkapital aufbringen, weil irgendjemand muss ja die Differenz dann irgendwie tragen. Mhm. So. Und das Risiko bewertet eine Bank heutzutage, klar jetzt schon, also bevor das auch schon jetzt, sag ich mal, umgesetzt worden ist. Und diejenigen, die, sag ich mal, eine Wohnung gekauft haben, als Beispiel, und vermieten zu einem regulären Mietpreis, der eben momentan, sag ich mal, verlangt werden kann, dem kann es passieren, dass er dann in 5 Jahren auf eine Miete zurückgehen muss, die praktisch einen Mietendeckel, auf den Mietendeckel zutrifft. Und dann quasi die Bank bedienen muss. Wenn er das nicht mehr kann, muss er das Eigenkapital bedienen. Wenn er das nicht kann, dann muss er das Bankdarlehen zurückbezahlen und muss die Wohnung verkaufen. Okay. Was wird das dann für einen Einfluss haben auf die Preisentwicklung? Ich glaube, die Kaufpreise für einzelne Wohnungen, die sind relativ konstant. Die Nachfrage ist da, weil ja auch die Banken noch nach wie vor Eigentum finanzieren. Mhm. Und auswirken tut sich jetzt auf den Mietwohnungsbau ganz gravierend. Also ich habe zum Beispiel also auch mit Leuten, also mit unserem Netzwerk, mit dem wir arbeiten, also Makler und auch zum Beispiel institutionelle Anleger, die sagen heute, warum sollen wir uns jetzt in Berlin speziell ein Mietwohnhaus kaufen, wenn wir wissen, dass die Mieten, die jetzt aufgerufen werden oder zugrunde gelegt werden, nicht mehr in 5 Jahren verlangt werden können. Mhm. Also es hat schon viele institutionelle Anleger gegeben. Also institutionelle Anleger sind praktisch Pensionskassen, Versicherungen, Fonds, die sagen, okay, dann lassen wir erstmal die Finger weg und gucken uns an, was da als Gesetzentwurf verabschiedet werden soll. Mhm. Also es gibt schon Investitionshemmnisse, schon derzeit. Okay. Ja? Du baust ja auch in verschiedenen Städten Deutschlands. Ja. Oder wo, ist es das so, dass die Banken überall vorsichtig sind oder nur in Berlin? Das Berliner Modell soll ja praktisch quasi ja auch umgesetzt werden auf Bundesebene. Mhm. Also jedes Land, auch Bayern zum Beispiel, sind dabei, sage ich mal, diese Mietpreisbremsen aufzunehmen. Okay. So, dann wird es komplett bundesweit reinschlagen. Genau. Und gerade jetzt nochmal, um auf den Lissabonner Mietendeckel zurückzukommen, wie lange hat es denn gedauert, bis so die ersten Objekte so baufällig waren, dass die Mieter ausziehen mussten? Wie lange zieht sich so ein Prozess? Weil am Anfang ist es vielleicht schon angenehm für einen Mieter, weil einfach keine Kosten auf ihn zukommen, aber somit kann er auch keine Sanierung erwarten. Wie lange dauert es dann so bei dem Prozess, bis die ersten Leute ausziehen müssen, weil das Haus echt nicht mehr bewohnbar ist? Als Beispiel Ostberlin vor der Wende, die Altbauten in Berlin waren ja praktisch seit dem Krieg nicht saniert. Ja, also die DDR-Regierung hat ja damals quasi ja keine Sanierung bei Altbauten gemacht, die haben nur diese Neubauten erstellt, diese Plattenbauten praktisch.
da wohnten die Mieter teilweise 40, 50 Jahre drin. Und als die Wende kam, wurden die ersten Häuser saniert. Weil sie nicht mehr bewohnbar waren. Okay. Weil es ins Dach reingeregnet hat, weil die Wände durchfeuchtet waren, weil die Stränge kaputt waren, es sind Wasserschäden entstanden und etc. pp. Okay, und dann ist natürlich ein ordentlicher Sanierungsaufwand fällig. Genau, da musst du Mieter ausziehen. Wohin? Container. Ja, ist ja schwierig. Ne? Schwierig, ja, genau. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Da gibt es echt wenige Möglichkeiten. Ja, Ersatzwohnraum als Beispiel. Das wird aber auch verhindert. Ne? Das dauert ja hier in Berlin 8 bis 10 Jahre, bis so ein Bauantrag durchgeht, oder? Genau. Also, im Schnitt. Genau, es ist ja so, dass ja wir haben ja auch in Berlin ja noch ein Phänomen mittlerweile, also dass die Altbauten, die verkauft werden, teilweise das Land Berlin oder die Stadt Berlin ihr Vorkaufsrecht ausübt. Ja. Oder androht auszuüben über eine Abwendungsvereinbarung, die dann praktisch den Modernisierungsumfang nochmal reduziert und die Mieterhöhungen praktisch auch gleich mal nochmal runterschraubt. Das ist also, dann verzichten die darauf. Das heißt, es ist ja auch schon ein Eignungsprozess. Ne? Also, so, das dauert halt eben dann sehr lange, bis das dann kommt, weil das bis ein Land dann oder eine Wohnungsbaugesellschaft dann, die es ja dann erwirbt, so ein Gebäude, dann saniert, das dauert ja auch Jahre, ne? 4, 5, 6 Jahre. Ne? Schätzt du das jetzt die Lage hier in Deutschland so kritisch ein, wie es in Lissabon war auch, dass das passieren kann? Dass man auch da noch echt so 50, 70 Jahre nach der Entscheidung Konsequenzen sieht? Oder ist Deutschland nicht ganz so hart betroffen vom Risiko her? Deutschland ist nicht ganz so hart betroffen. Nee. Ich glaube, das Glück war, dass wir die letzten 5, 6 Jahre sehr viel in den Wohnungsbaubereich investiert haben. Mhm. Also nicht wir, sondern Eigentümer, Entwickler, auch Wohnungsbaugesellschaft als Beispiel. Wir haben eigentlich nicht mehr viele Projekte, die ich jetzt kenne in Berlin, die, sag ich mal, so einen Stau vor sich haben. Es sind vereinzelte Projekte in vereinzelten Stadtteilen. Wenn ich darüber nachdenke, Prenzlauer Berg zum Beispiel, ja. Kennst du ja auch, ja. Oder Mitte oder Friedrichshain, so die Hip-Gegend dann auch in Berlin, wo es auch damals noch die Hausplätze gegeben hat. Da hat ja vor der Wende ja kein Hahn danach gekräht, ob die ein Haus besetzt haben. Das war einfach politisch so gewollt und es wurde einfach so akzeptiert und geduldet. Ne? Und irgendwann mal kam man, hat man angefangen, die letzten Häuser dann praktisch aufzulösen. Viele der Hausplätze haben wir dann die Häuser selber gekauft. Interessanterweise. Zu wahrscheinlich akzeptablen Preisen. Ne? Naja, klar. Klar, ne? Logisch. Und waren ja auch ein paar bekannte Gesichter aus der Politik da dabei gewesen, auch in Deutschland, ne? die ja Wohnungsbesetzung geliebt haben. Und dann wurde nach der Wende durch die Sonderabschreibung sehr, sehr viel auch schon investiert in Wohngebäude. Und wenn ich mir das anschaue, Prenzlauer Berg, noch vor, ich habe da mal gewohnt auch, 4 Jahre. Damals war es also wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass die Gebäude im schlechten Zustand waren und so weiter. Ist eigentlich heute fast jedes Haus saniert. Ja. Kann man sagen. Also punktuell vielleicht nicht, aber wir werden den Zustand, wie es in Lissabon ist, dass man, sag ich mal, mehrere aneinandergereihte Häuser sieht, die in so einem Zustand sind, die wird man hier nicht mehr finden bei uns in Deutschland. Okay, und wird der Zyklus jetzt wieder angestoßen durch den Deckel, dass es halt wieder anfängt, bergab zu gehen? Jetzt gerade ist alles gut und dann. Also das betrifft natürlich den Mietwohnungsbereich ganz, ganz erheblich. Ne? Also ich denke mal, viele werden bei den Preisen, die jetzt hier herrschen, dann auch nicht mehr kaufen können, weil es sich dann überhaupt nicht mehr rechnet. Das heißt, es wird dann einfach weniger Bautätigkeit entfaltet. Die Wohnungsbaugesellschaften, die Aufgabe haben, den günstigen Wohnraum eigentlich zu schaffen, in Berlin oder auch vielleicht in Deutschland, sage ich mal, die sind am Zug. Ne? Die müssen ja. Dafür gibt es die ja, damit die praktisch diese Mieterschicht auch, sage ich mal, bedienen können. Ja. Nur die werden natürlich das nicht alleine schaffen. Berlin bräuchte theoretisch pro Jahr 40.000 Wohnungen. Viel zu viele. Ja, 40.000 Wohnungen pro Jahr. Und wir haben jetzt schon Rückstau. Also ich meine, wie wir jetzt aufgeholt werden. Das kann natürlich dazu führen, dass in Berlin man vielleicht auch Leute sagen, geh mal nach Leipzig. Und dann geht, was auch passieren kann vielleicht, wenn die Investoren nicht mehr kaufen können, dass der Eigennutzeranteil hochgeht, oder? Genau, das ist ja schon der Fall. Die Eigentumsquoten in Deutschland, die waren ja sehr gering gewesen. Ich glaube, die waren unter 50%. Ich glaube, so bei 30-35%. Im Ausland sind diese Quoten doppelt so hoch, also meistens, also Italien, wenn man sieht, Italien, Griechenland, Frankreich, Spanien, auch Portugal, sind die Eigentumsquoten bei über 60%. Okay. Und 40% sind bei den Mietquoten, also das ist schon eine kleine Differenz noch. Ne? Aber Deutschland holt auf. Okay. Wenn man jetzt quasi
Einfluss nehmen könnte auf die Entscheidung mit dem Mietendeckel. Wie würdest du diese Entscheidung gestalten, damit alle Seiten zufrieden sind, dass quasi gebaut werden kann, dass die Leute Mietwohnungen finden können? Was wäre denn so das Idealbild von einer Regulierung oder überhaupt keine Regulierung? Was wäre denn das Idealbild von der Situation? Also ich finde, aus allen Seiten. Ich finde, eine Regulierung ist eigentlich nicht anzuwenden oder anwendbar, weil wir eine freie Marktwirtschaft haben. Punkt 1. Ja. Wir haben ja auch keinen Deckel auf Milch oder auf Butter. Und genau, außer die in der Flasche. Ja, genau. Ja, ich habe auch noch die Pfandflasche nicht vergessen. Ja. Wir haben noch Pfand sogar drauf auf die Flaschen. Ja. Also wir haben da auch keinen Deckel drauf. Und der Preis der Butter und der Milch ist entscheidend der Marktpreis. Ja. Und wenn Leute sagen, es ist teuer, kaufen wir nicht mehr, dann muss sich der Hersteller was einfallen lassen, dann muss runtergehen. Wenn der Mietmarkt sich so erweitert oder so drastisch zunimmt, dass zu viele Wohnungen da sind, ja, umso besser, hat man doch in Berlin gehabt. Ja. Die Leute konnten in Berlin vor 10 Jahren noch Wohnungen mieten für 450, 500 Euro in 100 Quadratmeter Wohnung. Ja. Und das dann auch warm. Ne? Also. Aber so hat sich eben geändert, was sehr positiv ist für die Stadt. Es kommt mehr Kaufkraft in die Stadt. Berlin hat eine enorme Dynamik weltweit, es ist eine Hauptstadt, es ist eine Weltstadt. Das war Berlin schon mal, ist sie auch wieder geworden und wird sie noch mehr werden? Glaube ich nicht, aber wie gesagt, es wird der Stadt politisch gesehen, machen wir einen sehr schlechten Eindruck im Ausland. Mhm. Also würdest du Investoren jetzt empfehlen zu kaufen hier oder nicht? Also das ist eine gute Frage, aber ich würde mal sagen, das muss erstmal jeder für sich selber entscheiden. Wir haben uns entschieden, momentan in Berlin aktuell nicht so viel zu investieren, ja, zu gucken, was passiert. Mhm. Wir gehen lieber in andere Regionen. Zum Beispiel nach Lissabon? Lissabon zum Beispiel, ja. Das ist jetzt auch ein guter Markt dort. Wie gesagt, der kommt langsam in Gang, ist nicht so vergleichbar mit Berlin. Aber wir sehen ja Perspektiven dort und ja, also das ist so unser Fokus momentan. Warum hast du dich für Lissabon entschieden? Weil mir die Stadt sehr gut gefällt. Mhm. Ich mag die Leute, die Menschen, die Portugiesen sind sehr, sehr apathisch, sind sehr freundlich, sind sehr zuvorkommend, zurückhaltend. Also eine gute Mentalität und das Meer, das Klima dort und eben auch die Dynamik. Also es kommen immer mehr Startups nach Lissabon. Ja, die Preise sind auch noch akzeptabel dort. Noch, sage ich mal, es gibt auch natürlich dort auch natürlich schon auch Preise, die sind vergleichbar mit uns hier. Ne? Also ja. In Lissabon kannst du auch eine Wohnung kaufen, die kostet damit auch 10.000 Euro. Und da gibt es aber auch diese Häuser, die eben noch sehr viel Projektentwicklungspotenzial haben. Genau. Macht es dann vielleicht auch Sinn, als deutscher Projektentwickler vielleicht sich dort einmal umzuschauen? Sind wir dabei. Seid ihr dabei? Ja. Die Frage ist halt, die Deals, wo man die herbekommt. Also wenn du so ein Haus findest, so ein leeres, leerstehendes, das sind dann von womöglich Erbengemeinschaften, die auf der Welt verstreut sind. Und das ist ja nicht so einfach, oder? Wie kommt man da ran? Ja, ich sage mal so, Portugal ist historisch bedingt, sage ich mal, sehr, sehr viel Eigentümerhand. Also ja. In Portugal gibt es also auch die alte, ich sage mal, in Portugal hat auch Familiengeld. Also das heißt, es gibt noch sehr viele Großfamilien, die waren auch in den Kolonialzeiten schon sehr gut unterwegs auf der ganzen Welt, also Brasilien, in Afrika und so weiter, also mit Teeplantagen, Tabakplantagen, Bananenplantagen und so weiter. Mhm. Und waren sehr, sehr reich. Also Portugal war da in der Zeit sehr, sehr fortgeschritten. Und das sieht man auch jetzt in der Stadt. Da stehen also Paläste von sogenannten Kolonialhändlern. Und diese Immobilien sind zum größten Teil eben in Erbengemeinschaften, in Familienbesitz. Mhm. Meistens haben die so eine Art Familienfonds, ne, der dann so einen Rat hat, die dann entscheiden über den Verkauf und so weiter. Die wollen eigentlich gar nicht verkaufen, die wollen lieber dann verpachten oder vermieten und dann die Investitionen tätigen lassen vom Pächter oder Miete zum Beispiel. Ah, okay. Auch das ist der Fall. Ne? Und ja, und die Preise eben, wie gesagt, also wenn man auf dem Markt ist, kriegt man auch dort Angebote. Ja. Alles klar. Dann Herbert, vielen Dank für die Einblicke in den Mietendeckelmarkt. Bitte. Gibt es noch irgendetwas, was du ergänzend sagen möchtest? Ah, du hast eine tolle Präsentation gemacht für hier intern oder wofür war die? Genau, wir haben uns intern mal so ein bisschen so die Facts rausgesucht für die Mietpreis- oder Mietmarktentwicklung, also in Portugal. Ja. Hänge ich hier unten an, unter dem Video gibt es einen Link, genau, bei dem man sich die runterladen kann. Ja, genau. Sonst wünsche ich allen, dass sie eine schöne Wohnung finden, die ist. Alles klar, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Bauen und danke.
viel Erfolg in Lissabon mit deinen Projekten. Mach's gut. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Perfekt.